Dieses Video wird unterstützt von Viewfinder, der perfekten App für Landschaftsfotografen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, schau da auf jeden Fall mal vorbei, wenn du selber deine Fotos mit dem perfekten Wetter kombinieren und optimieren möchtest. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Video aus Madeira. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin mal wieder auf Madeira und heute endlich, nach vielen Versuchen, nach vielen Wetterkarten studieren, haben wir es heute endlich geschafft auf den Pico Aieiro. Weil heute ist der erste Tag, wo wir hier sind, wo es tatsächlich nicht komplett neblig ist. Als wir angekommen sind, war es tatsächlich noch neblig, aber es ist aufgezogen. Und jetzt haben wir hier einen super schönen Blick, den ich euch mal zeigen möchte. Und dieses Bild, was ich jetzt mache, hat sehr viele besondere Sachen, die man beachten muss. Und deswegen werde ich euch in diesem Video mal so ein bisschen zeigen, wie ich da vorgehe und was alles zu beachten ist und warum ich so viele Bilder machen muss, um am Ende daraus ein Bild zu machen in Photoshop. Viel Spaß. Das ist der Spot, den ich mir ausgesucht habe. Der ist direkt eigentlich am Parkplatz. Also man läuft irgendwie 2 Minuten oder so. Das ist quasi der Weg vom Pico Aieiro zum Pico de Ruivo, wenn ich die richtig ausspreche. Und das ist jetzt hier der Anfang der Wanderung, die man machen kann, die ungefähr so, ich weiß gar nicht, wenn man hin und zurück wandert, glaube ich, schon so 4-5 Stunden. Und ein Weg hin ist, glaube ich, so um die 6 Kilometer. Also das geht, aber man macht ganz schön Höhenmeter. Ich habe hier diesen Spot gefunden. Ich finde diesen Weg hier im Vordergrund extrem cool, so als führende Linie. Die schlängelt sich da hinten so komplett durch. Man hat die Berge im Hintergrund, man hat rechts und links die Schlucht, wo jetzt dieser Nebel auch immer wieder rein und raus zieht. Und wir haben den Sonnenuntergang auf der linken Seite. Und all das zusammen ergibt ein wunderschönes Bild. Wir haben hier auch noch so einen kleinen Busch im Vordergrund, um noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Und ich bin jetzt hier schon eine ganze Weile am Fotografieren. Ich habe gerade eben schon von verschiedenen Schwierigkeiten gesprochen. Die erste Schwierigkeit ist, ich habe keine Sonnenblende für dieses Objektiv. Also habe ich schon, aber dadurch, dass ich einen Filter drauf habe, kann ich die nicht mehr draufschrauben. Und der Bildausschnitt ist so, dass die Sonne tatsächlich so ein ganz kleines bisschen noch reinscheint und dadurch ich so einen leichten Lensflare bekomme. Das bedeutet, ich mache ein zweites Bild, habe ich auch schon mal ein Tutorial auf diesem Kanal hier gemacht. Ich mache ein zweites Bild, wo ich dann einfach die Sonne mit der Hand so ein bisschen verdecke und dann kann ich dieses Bild einfach dann in Photoshop drüberlegen und den Lensflare damit quasi rausnehmen. Die zweite Schwierigkeit ist, hier laufen unfassbar viele Menschen entlang und die muss ich natürlich oder möchte ich natürlich am Ende auch rausbekommen. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, nimm noch den Kopierstempel. Aber viel sauberer ist eigentlich die Möglichkeit, wenn ich mehrere Bilder einfach mache, wo sich die Leute bewegen, die ich dann übereinander lege und dann halt einfach immer die Stellen rausmaskiere, wo halt gerade kein Mensch ist, beziehungsweise diese Stelle dann überlagern mit einer freien Stelle. Und damit bekomme ich ein viel saubereres Ergebnis hin, als wenn ich da den Kopierstempel benutze und die ganze Zeit die Menschen rausstempel. Und die dritte Schwierigkeit ist tatsächlich, jede Sekunde ändert sich hier alles, weil dieser Nebel sich so schnell bewegt, dass man eigentlich die ganze Zeit am Fotografieren ist, um irgendwie den besten Moment zu erwischen. Das werde ich sowieso erst am Ende am Computer dann irgendwie rausbekommen, was dann jetzt am Ende der beste Moment war. Und vielleicht kombiniere ich da auch nochmal 1-2 Momente miteinander, weil in einem Moment man hinten den Berg so ein bisschen sieht, der durch die Nebeldecke da noch mal so ein bisschen durchkommt mit der Spitze. Dann habe ich hier vorne vielleicht noch mal ein bisschen Nebel, das ich so ein bisschen einblenden möchte. Da kombiniere ich dann vielleicht auch noch mal 1-2 Momente miteinander, um das perfekte Ergebnis am Ende hinzubekommen. So, und jetzt gerade ist die Sonne hinter einer Wolke verschwunden. Das heißt, wir haben jetzt auch kein Licht. Aber ich habe jetzt schon an die 300 Bilder gemacht. Und ich fotografiere zusätzlich auch noch mit einer Belichtungsreihe, damit ich hier auch den kompletten Dynamikumfang drauf habe. Muss ich trotz des Filters machen. Ja, also jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr, aber zumindest bisher. Und ich mache auch noch ein Fokus-Stacking, weil ich jetzt hier den Vordergrund, den Busch hier habe. Das heißt, um einmal nur ein komplettes Bild einmal in der Szenerie abzubilden, muss ich 2x5 Fotos machen. 2x die Belichtungsreihe und dann einmal ein Fokus-Stacking für hier vorne für den Vordergrund und einmal für den Hintergrund. Das sind schon 10 Bilder. Und wenn ihr jetzt überlegt, ich shoote jetzt schon eine ganze Weile und möchte 30, 40 Mal die Szenerie fotografieren, damit ich unterschiedlich den Nebel fotografiere. Und dann sind wir schon ganz, ganz schnell bei 200 bis 400 Bildern, wenn ich dann auch noch die Menschen raushaben möchte und so weiter. Also, das wird eine Haufen Arbeit, das am Ende zusammenzusetzen.
So, ich habe jetzt gerade eben noch mal eine Reihe von Fotos gemacht ohne Sonnenlicht, weil die Sonne ist jetzt schon da hinter den Wolken, die kommt auch nicht mehr hervor. Aber ich habe trotzdem noch mal so eine Reihe gemacht, einfach mit neutralem Licht, mit diffusem Licht. Wer weiß, wozu ich es am Ende brauchen werde. Vermutlich brauche ich es gar nicht, aber ich sage immer besser haben als brauchen. Na, Benni, was sagst du zu dem Shot? Ja, schauen wir mal, ob der ganzen Menschen da irgendwie so rauskriegen. So sind hier so viele Menschen. Weil es ein ziemlich gut besuchter Spot ist, weil er ziemlich geil ist. Ja. Aber ich denke, das ist machbar. Sollte kein Problem sein. Aber ich bin zufrieden. Sehr gut. Alles in einem. Ja, Leute, ich denke mal, wir fahren jetzt nach Hause. Ist sehr kalt, weil wir morgen früh auch direkt wieder los wollen. Also morgen soll es nicht komplett sonnig werden, dass wir morgen vielleicht São Lourenço nochmal machen. Schauen wir mal. Der Aufwand hat sich am Ende gelohnt. Nach mehreren Stunden in Photoshop ist das finale Ergebnis herausgekommen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du zu diesem Bild sagst. Und du kannst natürlich dem Video einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren für weitere Videos. Wir sehen uns nächste Woche.